In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach euren Fahrradreifen aufpumpen könnt. Wichtig sind dabei nämlich die verschiedenen Ventilarten, die wir bei Fahrrädern vorfinden. Das erste hier ist das Autoventil, auch bekannt als Schraderventil. Dann das Dunlop-Ventil, auch bekannt als Blitzventil. Und das Clavaron-Ventil, auch bekannt als französisches Ventil. Und das letzte hier, das führt bei einigen zu Verzweiflung. Auf der Gegenseite schnappen wir uns jetzt eine Fahrradpumpe. Diese hat in der Regel zwei Öffnungen oder einen Umbaumechanismus mit einem Gummi. Wir finden dabei eine große Öffnung für das Aufpumpen von Autoventilen vor und eine kleinere für das Aufpumpen der beiden anderen. Außerdem verfügt eine gute Pumpe über eine Bar- oder PSI-Anzeige, die euch den aktuellen Luftdruck in Bar oder PSI anzeigt. Ein paar passende Modelle dazu habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt. Bevor ihr den Reifen aufpumpt, schaut euch auf eurer Reifenflanke den minimalen oder maximalen Reifendruck an. Den findet ihr meist leicht notiert in Bar- oder PSI-Angabe und das ist der empfohlene Luftdruck für diesen Reifen. Bei der Wahl eures Luftdrucks solltet ihr aber unbedingt auch bedenken, dass der Reifen auch eine Federung bietet. Zu voll aufgepumpte Reifen, also am Maximalwert, geben starke Schläge und bieten weniger Fahrspaß, wenn ihr mich fragt. Dafür rollen sie aber besser. Zu wenig aufgepumpte Reifen kennen wir sicherlich alle, das macht dann auf lange Sicht keine Tretfreude, aber bietet mehr Grip. Eine Tabelle mit den passenden Reifendruckangaben findet ihr auch in der Beschreibung. Jetzt geht's wirklich los. Entfernt zunächst die Ventilkappe hier. Diese dient übrigens nur dem Schutz vor Schmutz. Beim Auto- und Dunlop-Ventil, also diesen beiden, könnt ihr jetzt einfach mit dem Pumpvorgang loslegen. Beim französischen Ventil, und das ist das Problem, müssen wir aber zunächst einmal diese kleine Mutter hier oben öffnen. Ja, dann wird das Ventil frei, dann kann Luft eindringen. Also diese kleine Mutter hier oben öffnen und dann den Pumpkopf aufsetzen mit der jeweils richtigen Größe. Ich mache es jetzt beim französischen Ventil mit der kleineren Öffnung. Aufsetzen, festmachen und los geht's. Ja, und jetzt kennt ihr den Ablauf, pumpen, was das Zeug hält, bis der Reifen die gewünschte Füllung hat. Nach dem Pumpen öffnen wir den Hebel hier wieder, ziehen den Pumpkopf ab und danach beim französischen Ventil unbedingt bedenken, dass ihr diese Mutter wieder fest anschraubt. Dann bleibt auch die Luft wirklich drin. Aus diesem Grund hier, weil es dann eben schön fest verschraubt ist, ist das französische Ventil das beliebteste Ventil heutzutage. Das Dunlop- und Autoventil werden eher weniger verwendet. Der Schönheit wegen jetzt auch nochmal die Ventilkappe drauf. Und dann ist die Sache rund und es kann wieder auf gute, spannende Fahrradtouren gehen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß, wenn ihr was Inspirierendes sehen wollt. Vielleicht die Tour vom Bodensee zum Königssee. Das Video ist jetzt hier verlinkt. Schaut gerne rein, wir sehen uns auf meinem Kanal wieder und bis dahin. Tschüss!